Beschützerinstinkt einstellen und das letzte Wort, wir sind vielleicht alt, aber nicht blöd. So, und jetzt kommt noch der Schorschaffer, der hat auch noch ein paar Worte und dann... Servus beieinander, eigentlich ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, darum sage ich auch noch was. Ich bin mir sicher, dass wir noch nie so angelungen und verarscht worden sind von unserer Politik wie jetzt. Es ist ein Wahnsinn, die Politiker dürfen zu uns alle, normale Menschen, dürfen sagen, dass wir Rechtsradikale sind, dass wir Idioten sind. Wenn ich da so schaue, die dürfen uns sagen, wie wir uns zum Hinstellen haben. Genau 1,50 Meter auseinander. Ein Wahnsinn, dass wir uns sowas gefallen lassen. Ich komme aus Anger. Wir haben einen Bio-Bergbauernhof mit einer kleinen Gastwirtschaft dabei. Könnt ihr euch alle Dinge, wie es uns geht damit. Aber um das geht es heute nicht. Ich bin mir sicher, dass mit den Masken, dass das Allerungesündeste ist, was man machen kann. Im Sommer, im Herbst, jetzt, wenn es schön wieder ist, mit der Maske im Freien umeinander laufen, besser schädigen, glaube ich, kann man einen Menschen nicht wie mit ihm. Ich bin mit dabei bei der Querdenkengruppe Chiemgau Ruperti Winkel. Wir machen alle zwei Wochen in Traunstein eine Demo am Stadtplatz. Und da möchte ich euch einladen, deswegen bin ich auch da. Nächsten Samstag um 3 Uhr Nachmittag ist die nächste Demo. Und da ist unter anderem der Professor Christian Greis da als Redner. Der ist vielleicht den einen oder anderen bekannt. Der ist ein hervorragender Mann, ist immer im Dienst und traut sich Sachen sagen, die wirklich gesagt werden. Und der ist am Samstag da. Er war auch vor 2 Wochen bei uns an der Veranstaltung da. Und da haben wir auch Filmaufnahmen gemacht. Könnt ihr gern nachschauen. Unter www.querdenken861 ist der Vortrag drauf. Es ist ein super guter Vortrag und wert zum Anschauen. Dankeschön fürs Zuhören.